Ohne Einrichtung vom Audio-Interface geht bei Wavelab Cast gar nichts. Das machen wir in diesem Video. Hallo und vielen Dank fürs Reinschalten. Ich bin der Uwe und wenn dich Wavelab Cast interessiert, dann abonnier doch gerne den Kanal und aktivier die Glocke, dann bekommst du mit, wenn das nächste Video von mir kommt. Ich werde zu Wavelab Cast eine kleine Serie machen, wo ich Schritt für Schritt durch die einzelnen Prozesse von Einrichtung bis zum fertigen Podcast durchgehe und ja, schauen wir mal, was da alles kommt. Jetzt geht's aber mal ums Audio-Interface. Dazu öffnen wir Wavelab Cast, geben im Moment überhaupt nicht drauf Acht, was hier jetzt gerade passiert. Da gehen wir später drauf ein. Du siehst, ich habe ja schon eine ganze Menge rumprobiert. Ich wähle jetzt einfach mal hier irgendwas aus. Das spielt für den Moment gar keine Rolle, denn das Audio-Interface einrichten, das ist mal der erste und wichtige Punkt. Du hast verschiedene Möglichkeiten, wie du da hinkommst, entweder hier über Datei, Voreinstellungen, Audioverbindungen oder links oben im Menü über Datei, Voreinstellungen, Audioverbindungen. Der Platz ist immer wieder derselbe, bei dem wir hier rauskommen. Jetzt ist wichtig zu verstehen, wir haben die physikalischen Ein- und Ausgänge vom Audio-Interface, also tatsächlich die Buchsen, wo wir was einstecken können, Mikrofon, Lautsprecher etc. Und wir haben virtuelle Eingänge innerhalb von Wavelab Cast und diese können wir miteinander verbinden. Wir starten jetzt aber mal mit dem Audio-Interface, also mit der Hardware und den physikalischen Eingängen an sich. Hier über Audiogerät wählen wir den Treiber unseres Audio-Interface. Ich wähle hier im Moment mein Audient ID44. Ich könnte auch mein Steinberg UR22 Mark II wählen, das ist aber mit OBS Studio verbunden. Diese Konfiguration will ich jetzt nicht ändern. Dann könnte ich auch natürlich auswählen, was mein PC direkt anbietet. Oder du nimmst einfach das Audio-Interface, was du hast. Ein USB-Mikrofon könnte das sein oder. Es ist eigentlich völlig wurscht. Mit Wavelab Cast kannst du alle Audio-Interfaces verwenden, die dein PC auch als solche erkennt. Bleiben wir hier also bei meinem Audient USB und gucken jetzt als erstes mal die Anschlussnamen an. Das ist nämlich ein super praktisches Feature. Wir sehen hier in der ersten Spalte die tatsächlichen Namen, das heißt so wie die im System verankert sind, und können in der zweiten Spalte unter Anzeigen als eigene Namen vergeben. Das kann eine Bezeichnung sein vom Mikro, das können Namen sein der Menschen. Das heißt, wenn du immer wieder ein festes Setup hast, macht es vielleicht einfach Sinn zu sagen, okay, meine Mikros stecken immer gleich, es sind immer die gleichen Leute, die hier podcasten, oder es sind Uwe, Michael, Gast 1, Gast 2, wie auch immer. Das kannst du dir hier schon mal vorbereiten für einfacheres Arbeiten später. Ich habe hier schon mal Mikrofon 1 und Mikrofon 2 benannt. Ich kann jetzt das Ding hier auch nennen, einmal ist es der Uwe und einmal ist es der Michael. Das spielt überhaupt keine Rolle. Genau dasselbe geht auch für die Ausgänge, auch die kannst du benennen. Ich habe hier mal benannt, Abhöre links und rechts für meine Lautsprecher. Mein Audio-Interface hat super viele Ein- und Ausgänge. Wenn du ein einfacheres Interface hast, wie zum Beispiel das UR22 oder was ähnliches, dann siehst du hier natürlich auch weniger tatsächlich vorhandene physikalische Anschlüsse. Sind hier alle Namen für die Ein- und Ausgänge vergeben, gehen wir hier über OK raus und haben jetzt noch die Möglichkeit, hier über die Reiter Wiedergabe, Aufnahme und Optionen diverse Einstellungen vorzunehmen. Wiedergabe, klar, das sind die Ausgänge, und da wir hier links und rechts, sprich einfach Stereo rauskommen, habe ich hier einfach nur meine beiden Ausgänge am Audio-Interface für links und rechts ausgewählt. Die Aufnahme ist für uns jetzt viel interessanter, denn hier können wir sogenannte Busse definieren. Das sind die virtuellen Eingänge innerhalb von Wavelab. Das heißt, der Bus innerhalb von Wavelab Cast wird einem physikalischen Eingang am Audio-Interface zugewiesen. Das können wir natürlich auch immer wieder ändern und anpassen. Zunächst mal können wir hier auch diese Busse benennen. Ich mache hier einen Doppelklick und kann einfach was tippen. Ich nenne das jetzt mal Eingang Uwe. Das hier nenne ich Hoppla.
Eingang Michael. Ich kann übers Plus-Symbol dann weitere hinzufügen und ich kann alle Busse, die ich hier definiere, auch als Stereo oder Mono einstellen. Das heißt, jetzt kann ich sagen, mein Bus 3 soll sein der Eingang für die Susi und dann wähle ich hier meinen Eingang vom Audio-Interface, also den physikalischen Eingang, wo ich das Mikro draufstecke, für die Susi aus und so weiter. So machst du dir erstmal die ganzen Audio-Verbindungen klar, um später komfortabel mitarbeiten zu können. Schön ist jetzt, diese ganze Konfiguration, die kannst du dir speichern, um sie später wieder abrufen zu können. Vielleicht machst du ja nicht nur den einen Podcast, sondern verschiedene und hast verschiedene Konfigurationen. Oder bist mit deinem Laptop auch mal bei irgendjemand anderem, um dort einen Podcast aufzuzeichnen. Speicher dir die Konfiguration. Das ist ganz einfach. Über dieses Feld hier, wo im Moment mein Tutorial-Podcast mit Sternchen steht. Sternchen heißt, es würde was verändert, man müsste was speichern. Jetzt klicke ich mir das Ding hier auf, sage Speichern unter und sage, das ist mein Tutorial-Podcast V01. Ich überschreibe jetzt diese alte Version, sage Speichern und ersetzen. Ja, will ich so. Und was wir jetzt gleich sehen, wenn ich jetzt eine meiner alten Konfigurationen aufrufe, jetzt siehst du hier eine ganz andere Auflistung der Eingangsbusse und wir sehen auch, hier haben sich die Namen verändert. Das heißt, zurück zu unserer, das heißt Wavelab Cast speichert wirklich diese ganze Konfiguration, die wir später dann verwenden können. Wir werfen jetzt noch einen ganz kleinen Blick ins eigentliche Projekt, wo wir dann sehen, wo diese Namen etc. wieder auftauchen. Im Detail geht es da aber im nächsten Video drum. Wechseln wir hier jetzt wieder zum Bearbeiten-Reiter. Wenn ich in einer Spur jetzt auf Record drücke, kann ich hier direkt meine benannten Eingänge wählen. Und somit hast du einen schönen Workflow. Du musst nicht drüber nachdenken, war jetzt Eingang 7 oder Eingang 3 das richtige Mikro und so weiter. Du hast eine klare Zuweisung mit Namen, die du selbst vergeben kannst und bist so im späteren Arbeiten schneller. Wenn diese Infos nützlich für dich sind, dann lass doch gerne ein Like fürs Video da und ein Abo. Im nächsten Video gucken wir uns dann an, wie wir die ganzen Spuren für uns einrichten. Auch da können wir ganz schöne Voreinstellungen speichern, um sie immer wieder abzurufen. Wie gesagt, das im nächsten Video. Jetzt mal danke fürs Reinschalten. Abo nicht vergessen. Bis bald. Mach's gut.